Liebe Tagesspiegel-Redaktion, ihr seid normalerweise gewohnt, Leserbriefe zu bekommen. Heute bekommt ihr mal ein Leservideo. Darin möchte ich mich mal kritisch mit dem Artikel vom November 2018 auseinandersetzen mit dem Titel Ukraine versetzt Armee in volle Kampfbereitschaft. In diesem Artikel geht es darum, dass russische Schiffe, und da zitiere ich jetzt mal hier so ein bisschen aus dem Tagesspiegel-Artikel, ukrainischen Schiffen die Durchfahrt verweigert haben, nähe der Krim Schiffe gerammt haben, aufgebracht und gekapert haben und auch Schüsse gefallen sind. Das klingt jetzt alles schon mal ziemlich martialisch. Dazu kommt auch noch, dass die Ukrainer wohl das Kriegsrecht ausrufen wollen. Jetzt habe ich drei Kritikpunkte an diesem Artikel. Als erstes, warum schreibt ihr annektierte Krim? Das ist unter Völkerrechtlern durchaus umstritten, ob das so ist. Kann ich auch gerne mal die Quellen dazu in der Videobeschreibung verlinken. Zweitens möchte ich mal wissen, warum ihr hier von ukrainischen Schiffen und russischer Marine schreibt und nicht von ukrainischer Marine, denn das waren Kriegsschiffe. Das finde ich völlig verwirrend an eurem Artikel, dass ihr hier von ukrainischen Schiffen, da könnte man ja von Handelsschiffen, die einfach unter ukrainischer Flagge gefahren sind, oder irgendwelchen Küstenwachenschiffen ausgehen. Nein, das war die ukrainische Armee. Und drittens, die allerwichtigste Information in diesem ganzen Artikel fehlt. Es gibt einen Vertrag von 2003, der die Durchfahrt regelt. Das ist ein Vertrag zwischen Russland und der Ukraine und der besagt eben, dass die Durchfahrt angekündigt werden muss. Und laut Russen ist das nicht passiert. Ich will nichts werden, ich will mich nicht auf irgendeine Seite hier schlagen, das möchte ich nochmal betonen, aber nichtsdestotrotz fehlt mir hier absolut die journalistische Neutralität. Ihr könnt nicht schreiben, russische Marine und auf der anderen Seite von ukrainischen Schiffen. Das geht überhaupt nicht. Und sowas erwarte ich auch von einer Redaktion, auch wenn das eine dpa-Meldung ist, dass man sowas nicht einfach raushaut. Ihr müsst Zusammenhänge einordnen. Das ist eure Aufgabe. Das tut ihr hier nicht. Und das tut ihr hier offensichtlich nicht, wenn ihr in einem Satz von russischer Marine und ukrainischen Schiffen schreibt. Und ihr unterschlagt die Information, dass es hier einen Vertrag gibt, der die Durchfahrt regelt. Ich kann jetzt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch keiner beurteilen, ob der an den Vertrag gehalten wurde oder nicht. Aber in so einer Situation, die so brenzlig ist, dass die Ukrainer schon Kriegsrecht ausrufen wollen, sollte man sowas mindestens mal erwähnen. Ich hätte gerne mal eure Stellungnahme zu diesen drei Kritikpunkten.